Das sind 5 Euro. Das hier ist eine Dose Ravioli vom Discounter. Und das ist unsere Challenge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen hier auf dem Kanal vom D-Werk. Und Freunde, das sind die kleinen Momente im Leben, über die man sich so richtig freut. Und zwar habe ich unterbewusst eine Dose Ravioli gekauft, die nicht nur die günstigste war, sondern auch diesen Öffner schon dran hat. Wir haben nämlich natürlich keinen Dosenöffner hier in unserer Do-it-yourself-Küche. Auf der anderen Seite wäre es auch ganz interessant gewesen, kreativ eine Dose zu öffnen. Vielleicht das nächste Mal. Das ist heute unsere 5-Euro-Challenge. Kann man mit so einer Standarddose Ravioli vom Discounter und gerade einmal 5 Euro ein leckeres Gericht kochen, zu dem man vielleicht sogar noch Leute einladen kann und es muss einem nicht mal peinlich sein? Ich sage ja, ich stelle mich der Herausforderung und werde es probieren. Ihr seht, die Zutatenliste dieses Mal sehr, sehr überschaubar. Ihr braucht also eine Dose Ravioli. Ich habe mich als Highlight für Kräuterseitlinge entschieden. Ein paar frische Kräuter, da hätten wir also Petersilie und Salbei. Wir brauchen ein bisschen Knoblauch, Pfeffersalz, Butter und Olivenöl. Und das war's ehrlich gesagt schon. So, der wichtigste Schritt, diese leckeren Ravioli aus der Dose. Wann hast du das letzte Mal Dosen-Ravioli gegessen, Brian? Ist bei mir noch nicht so lange her. Oh, das ist ja... Es ist ja irgendwie, also es ist ja kulinarisch überhaupt nichts Hochwertiges, aber irgendwie ist es geil, ne? Wenn man die aufmacht und das schon mal so reinriecht. Festival-Feeling. Ja, genau, Festival-Feeling. Und da muss man die natürlich eigentlich auch stilecht kalt essen. Was wir jetzt machen, ein bisschen schade drum, aber wir werden jetzt die ganze Soße einfach erstmal abwaschen, ehrlich gesagt. Die brauchen wir nicht. Drehst du das eigentlich? Achso, das war eigentlich der Part, den man nicht sehen sollte. So, das sind unsere Ravioli. Die Soße haben wir jetzt mal abgespült. Ist natürlich schade um das Festival-Feeling für dich, Brian. Aber für das, was wir heute vorhaben, um daraus was ansatzweise Vernünftiges zu machen, brauchen wir die Soße, die natürlich auch vollkommen mit Zucker voll ist. Einfach nicht. Also, Dosen-Ravioli abgespült, die können wir erstmal zur Seite stellen. Jetzt kümmern wir uns um die Pilze. Kräuterseitlinge bin ich, muss ich sagen, ein absoluter Fan davon. Ich mag die sehr, sehr gerne, wenn man die anbrät, einfach als Beilage oder sogar mal für ein vegetarisches Gericht, zum Beispiel als Fleischersatz, einfach quasi als Hauptgericht mit irgendeiner Beilage dabei. Kräuterseitlinge finde ich mega. Wichtig ist jetzt natürlich, wenn man Pilze brät, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten und auch hier sagen die einen, ihr müsst das unbedingt so machen, zuerst in einer trockenen Pfanne Salz drauf, damit Flüssigkeit rauskommt und was weiß ich. Ich möchte die heute richtig schön knusprig haben, die Jungs, und deswegen in einer sehr, sehr heißen Pfanne mit wenig Olivenöl und erst, wenn die schon wirklich schön angebraten sind, dann gibt es ein paar Kräuter dazu, also gehackte Petersilie und ein bisschen Knoblauch, Pfeffersalz und noch ein bisschen Butter. So, das hier ist natürlich auch wirklich hier die Knoblauchzehe als Familienedition. Davon brauchen wir, glaube ich, maximal die Hälfte. Eher so ein Drittel bis Viertel, wir nehmen erstmal die Hälfte. Und dann können wir den ja mal ein bisschen klein machen hier. Wir können uns jetzt nämlich einmal schon um die Petersilie kümmern. Ist natürlich Geschmackssache, ob ihr krause Petersilie nehmt oder glatte Petersilie. Ich wollte das Ganze hier eher so auf die mediterrane machen, deswegen habe ich mich für die glatte Petersilie entschieden. Und ja, würde die jetzt einmal kurz klein hacken, dass wir die eben auch ganz fein haben, genau wie den Knoblauch. So, hier wieder mein gutes Olivenöl aus der Mineralwasserflasche. Aufmachen ist wieder schwierig, weil der Deckel mittlerweile sehr glitschig ist. Nur ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Ganz wenig Öl nur, denn wir wollen die Pilze ja richtig schön knusprig anbraten. Und wenn wir jetzt zu viel Öl benutzen und die Pfanne zu kühl wäre, dann kommt natürlich einfach nur die ganze Flüssigkeit aus den Pilzen raus und die werden quasi in ihrem eigenen Saft dann mehr oder weniger gekocht. Aber wir wollen sie ja wirklich schön knusprig braten. So, das ist der Moment, da können wir die also einmal wenden. Die brauchen wirklich maximal eine halbe Minute pro Seite. Und wir werden die ja auch gleich nochmal ein bisschen runterdrehen wieder von der Hitze. So macht es der Profi. Mit einem Holzwender und einem scharfen Santoku. In der Teflonpfanne. Macht es in der richtigen Küche am besten anders. Ist besser für eure Pfanne. Ein kleines bisschen Butter und dann sind die Pilze eigentlich schon fertig. Jetzt kommen die Kräuter mit dazu, beziehungsweise unser fein gehackter Knoblauch und die Petersilie. Natürlich Salz und Pfeffer.
Und da nicht geizig sein, es soll ja auch noch ein bisschen was schmecken. Und um das Ganze abzurunden, kommt jetzt Butter mit dazu, ganz zum Schluss. Jetzt noch mal ein bisschen wieder aufdrehen, dass die Butter eben schmilzt und natürlich sich aber auch noch mal mit den ganzen anderen Aromen hier verbindet. Das Ganze einmal ordentlich durchschwenken und das gibt dem noch mal so den letzten Pfiff. Positiver Nebeneffekt übrigens, wir haben ja unseren Tresen, den wir gebaut haben, noch nicht behandelt, noch nicht geölt oder irgendwas. Der ölt sich halt quasi von alleine mit jedem Kochvideo. Hier haben wir jetzt noch mal so einen schönen Umriss von der Olivenölflasche. Ah, guck mal. Das ist gut fürs Holz, glaube ich. Hammer. Also das hat am Ende dann, so nach einem Jahr Kochen hier, haben wir da den perfekten Used-Look, glaube ich, auch. Weiter geht's mit Salbei. Und das ist das, was ich mir überlegt habe. So gerne ich ja wirklich mal aufwendig koche, muss ich sagen, so gerne mag ich natürlich auch die simplen Rezepte. Eine Soße einfach nur aus Butter, Salbei und Salz. Absoluter Klassiker in der italienischen Küche. Da dann einfach frische Pasta drin geschwenkt. In unserem Fall heute Dosenravioli. Aber das ist eben unsere 5-Euro-Challenge. Und dafür machen wir das Ganze ja und gucken einfach mal, wie das wird. So, ein paar Salbeiblätter nehme ich mir hier also. Die werde ich jetzt nicht zu fein schneiden, es da nicht übertreiben, aber zumindest so ein bisschen, dass natürlich die ganzen Aromastoffe rauskommen können. Hier natürlich nicht zu geizig sein mit der Butter. Die gibt jetzt natürlich Geschmack und ist letztendlich der Hauptbestandteil der Soße. Es ist ja auch nur so ein Hauch von einer Soße. Insofern spart die Kalorien wieder an anderer Stelle. Wichtig ist hier, die darf jetzt natürlich nicht zu heiß werden, weil wenn sie anbrennt und braun wird, beziehungsweise leicht anfängt anzusetzen, dann haben wir ja quasi Nussbutter. Schmeckt auch gut für gewisse Gerichte. Aber sie darf natürlich auf keinen Fall verbrennen, sondern soll eben einfach nur schön klar werden. Ruhig also hier so ein bisschen durchgehen mit dem Pfannenwender und dann natürlich unseren Salbei da rein. Dann kann man wieder ein bisschen hochgehen mit der Hitze. Den einmal kurz ein wenig anbraten. Und dann kommen schon unsere Ravioli da rein. Schöne Dosen Ravioli für 99 Cent. Und die werden hier jetzt einmal durchgeschwenkt. Ich finde, es riecht schon sehr, sehr geil nach Salbei. Und jetzt könnt ihr einfach gucken, wenn ihr merkt, das Ganze ist noch nicht cremig genug, gebt einfach noch ein bisschen Butter mit dazu. Das ist nämlich das Problem. Unsere Kräuterseitlinge zwischenzeitlich heiß gehalten im Ofen und jetzt geht's ans Anrichten. Ich habe mir das ja so gedacht, die Kräuterseitlinge quasi als so eine Art Bett unten drunter. Darauf kommen dann eben gleich unsere Ravioli. Die geben noch ganz gut Gas hier, ich habe die doch eigentlich ausgeschaltet. So, komm, einen noch. Und dann eben ein paar von den Ravioli oben drüber. Das Gute ist, wir haben noch mehr Kräuterseitlinge. Ich kann ja gleich noch welche hinterher braten. Dann werden das auch auf jeden Fall zwei richtige Portionen. So, ein bisschen von dem frischen Salbei noch oben drüber. Und als letztes zum Abrunden noch ein bisschen frisch Olivenöl, finde ich. Einfach nur so einen kleinen Schuss einmal oben drüber. Und das sind unsere Dosen-Ravioli in der 5-Euro-Challenge. Ja, und das war's auch schon wieder. 5-Euro-Dosen-Ravioli-Challenge. Gönn dir. Ich hoffe, es ist gelungen. Ich werde mal direkt mit einer Ravioli und natürlich einem Pilz anfangen. Was ist das? Ja. Also, okay. Es sind immer noch Dosen-Ravioli. Ja, aber für 5 Euro. Aber für 5 Euro würde ich sagen, geht das durch. Krass. Ich würde den Teller mitnehmen und ich nehme auch einfach meine 5 Euro dann wieder. Ne? Ist in Ordnung. Ich habe hier noch ein paar Ravioli in der Pfanne. Brian, bis nächste Woche. Tschüss. Nächste Woche. Schönes Wochenende. Hm.
Und jetzt liked dieses Video und abonniert unseren Kanal.